Oh, was ist das denn da oben? Da ist ein Briefkasten. Oder ist das hier der Billboard? Nee, das ist außerhalb der Stadt. Warte mal, ich quatsch mal mit dem Bürgermeister. Hallo, der need a hand. I'm just passing through. Thanks. Stay safe, friend. Aber wo können wir denn jetzt hier was kaufen und verkaufen? Stand da nicht, dass wir irgendwo was verkaufen können? Oder kaufen? So, warte mal, lass mal gucken. Hier rechts ist ein... Was ist das denn hier? Not Build, Villagers. Plot 2. Bett und Building. Muss ich hier was hinbauen? Ach, hör auf. Muss ich dem selber da was hinbauen? Warte mal, ich guck mal eben. Kann ich dem jetzt als Beispiel jetzt einfach mal ein Bett dahin... Ich probiere es jetzt mal. Achso, ich habe nicht genug Ressourcen. Ich brauche 15 Holz. Warte mal. Ich probiere das jetzt mal, ja? Was denn? Wer ist denn hier? Hallo? Okay. Hier wohnt anscheinend niemand. Ich nehme das Haus. Warte mal, ich hole mal eben Holz. 15 Holz brauchen wir gerade. Aber da stand doch, dass wir doch einen Laden kriegen oder so, ne? Zum Verkaufen oder Kaufen und so ein Kram, oder? Aua. So, warte. Ich gehe nochmal gucken. Kann ich hier überhaupt irgendwas bauen? Bett. Ne, also ich kann es hier nicht bauen. Not Build. Plot 2. Oder ist das Plot 2 wegen Dings? Da unten ist ja auch so ein Teil. Oder kommen die erst mit dem... Oder haben wir jetzt diesen Möbel-Heini erst gebaut gehabt? Dass die anderen erst dann kommen, wenn wir... Oh, warte mal. Dass wir erst ihn hier gebaut haben? Hä? Aber hier ist auch Kevin Fischer. Warte mal. Kann ich dem jetzt hier eine Bude bauen? Brauche ich eine Foundation dafür, für Rechnung Verfassung? Oder wie war das nochmal? Hier, Foundation. Geht nicht, brauche ich 3 Steine. Ich will das jetzt nur mal wissen, ob ich erst vielleicht ein Gebäude bauen muss. So, warte mal, hier ist Stein. Sehr schön. Passt ja gerade sehr gut. Ja, wenn wir ein bisschen näher dran stehen würden, dann wird das auch gehen. So, 3 Steine, wir haben 14, das reicht. Ich glaube nicht, dass wir eine Stadt bauen können. Ich glaube, das geht darum, dass wir da leveln, oder? Das würde ja gar keinen Sinn machen eigentlich. Dass wir selber uns... Doch, wir können bauen. Ernsthaft? Wir müssen hier wirklich bauen? Ach, hör doch auf. Ich muss die Stadt hier... Was? Die soll selber hier bauen. Das glaube ich aber einer gar nicht. Ja, Building ist da. Jetzt nur noch ein Bett. Uff. Also wenn ich das Bett jetzt einfach dahin baue, kann ich das noch bauen? Nein, uns fehlt 15 Holz. Ich weiß ja nicht, ob der automatisch dann weiterbaut. Das ist halt mal so die spannende Frage. Gucken wir mal. Oh, das Problem bei dem Spiel ist, man kann nicht aufhören. Das ist so ein geiles Game. Es macht so viel Spaß. Die Frage ist natürlich, warum will ich aufhören? Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, die Festplatte läuft voll. weil es einfach zu viel Spaß macht. Das heißt, ich muss oben auch... Gibt es denn jetzt noch mehr Briefkästen? Nee, ne? Nee. Also es gab nur die 2 Briefkästen. Aber den können wir Fisch verkaufen. Das wäre ganz geil. So, warte mal. Was passiert denn, wenn ich jetzt das Bett baue? Gar nichts.
Hä, Bett habe ich doch gebaut. Was will er denn? Ach, ich kann auswählen, wenn ich hier hinbaue, oder was? Aber ich habe das Bett doch gebaut. Ach so. Warte mal. Das heißt, wir brauchen ja doch noch mehr. Oh nein. Okay, ich verstehe. I know. Ich baue jetzt mal so eine Hütte drumherum. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erstmal Wände bauen, damit er das Bett akzeptiert. Ich habe das System noch nicht ganz verstanden mit den Dorf. Da müssen wir jetzt erstmal reinkommen ein bisschen. Gucken wir mal. So, warte. Ich baue jetzt mal hier so eine Wand hin. Hier auch. Foundation, Foundation. Eine kleine Treppe vielleicht. Eine Tür wäre, glaube ich, ganz gut. Ein Fensterchen von mir aus auch. Warum geht... Nein! Hör auf damit! Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Weil, warum? Oh nein, jetzt geht das nicht, weil das da zu nah dran ist, ne? Oh, ernsthaft. Ich muss das alles nochmal abreißen. Ich glaube, weil das zu nah da dran ist, oder? Ich baue nochmal, warte. Foundation. Ich versuche das mal ein bisschen weniger an dem Zaun zu bauen. Jetzt muss ich erstmal die Sachen einsammeln. Genau, so. Noch eine Foundation und noch eine Foundation. Dann eine kleine Treppe dahin. Das ist natürlich auch sehr geil. Eine Tür. Eine Wand. Machen wir hier hinten ein Fensterchen rein. Hier ein Fensterchen. Da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand. Und dann hätte ich gerne ein Dach drüber. Ach, Dach geht nicht, brauche ich Clay. Aber das Bett können wir bauen, oder? Nein. Okay, wir brauchen Clay. Das heißt, ich hoffe, das ist richtig, was ich hier mache. Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir mal gucken. Weil ich würde ja schon gerne Sachen verkaufen wollen, damit wir Geld kriegen, damit wir unseren Backpack auch vergrößern können und so. So, wie komme ich denn hier aus Dörfchen raus? Ist hier der Ausgang irgendwo? Ja, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Clay zu Hause. Clay, Clay. Clay, 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 Clay. Huch, hupala. So. Ich würde, glaube ich, auch einmal eine Runde schlafen. So, blub. Da wir ja gerade ein bisschen in der Nacht sind, würde ich einmal schlafen wollen. Sleep. Spiel hat gespeichert, sehr schön. Ich hole mal ein bisschen Clay. Vielleicht noch mal ein bisschen Stein mitnehmen. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Holz. So. Dann lass mal gucken. So, die Fackel kann ich wegpacken. Oh, wir können was essen. Nicht gerade. So, wir sind gesättigt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, dass ich hier bauen muss. Aber das Bett hat er ja akzeptiert gehabt, wie ich das fertig hatte. Deswegen bin ich mir da... Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich will jetzt einfach nur erstmal nur ausprobieren, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. So, wir sind also so schon mal auf dem richtigen Weg. So, das Bett baue ich dann hier wieder hin. So. Und jetzt hätte ich gerne einmal ein Dach drüber. Oder mache ich das so? Einfach ganz simpel. So. Fertig. Kann ich jetzt hier... Ah. Kann ich ihn jetzt auswählen, wer hinkommt? Der ist Fisherman. Floristin? Ich mach den Fischer hin.
Wie funktioniert das jetzt? Track Villager hier. Ach so, den muss ich jetzt da reinziehen. Ah, Move In. Move Out kostet 25. Hast ja eine tolle Fischerhütte von mir gekriegt. Okay, das funktioniert also. Hallo! Danke, dass du mir einen Platz zum Bleiben gebaut hast. Ja, es freut mich. Du kannst mich finden, was? You can find me at the docks once I fish moving in. Okay, also kannst du mich an den Docks finden und okay. An den Docks? Okay, wir können aber nichts verkaufen. Hä, wir können ihn an den Docks finden? Wo sind denn die Docks bitte? Das muss ja im Dorf sein, oder? Aber er steht ja hier jetzt. Das heißt, wir können für die Floristin oben auch bauen. Das heißt, wir müssen das ganze Dorf von Grund selber aufbauen. Also Farmer und, okay, Pirat kommt als nächstes, wenn wir leveln. Wir haben jetzt 4 Villager. Wir können aber nur noch einmal, glaube ich, platzieren, ne? Aber wo sind denn die Docks? You can find me. Also hier können wir dann quasi... Ich glaube, hier ist auch ein guter Platz für die Floristin. Hier schön im Wäldchen und so. Ist ja nur noch sie. Ja. Okay, ich verstehe. Dann können wir ihr auch ein schönes Häuschen bauen. Haben wir denn noch ein bisschen an Ressourcen? Wir haben noch ein bisschen was, ne? Können wir theoretischerweise schon mal anfangen, ein bisschen. Nein. Ach, was meine ich denn? F muss ich doch machen. Doch, ist richtig. So, hier. Erstmal eine Grundfoundation für Recht und Verfassung. Ja. So, warte, dann machen wir mal hier. Geht das auch tiefer? Wie kriege ich das denn mit Q und E? Ne, Q und E ist die Etage. Wie kriege ich das denn tiefer? Hoch und runter. Alt und Shift. Nein. Oh, ernsthaft. Wie kann ich denn die Höhe beeinflussen? Geht das? Oder soll das so sein als Grundhöhe? Egal. Wir bauen jetzt erstmal ein Häuschen. Für die Floristin. Auch nur ein kleines Haus. Das ist auch voll schön, finde ich. Gut, die brauchen ja nicht so riesige Hütten, ne? Muss man ja sagen. Eigentlich wollte ich das anders gebaut haben. Warte mal, eigentlich wollte ich das... warte mal, so reingehen. Da ist die Tür. Okay, da kommt die Tür hin. Ah, Tür ist blöd. Ich hätte die Treppe anders bauen müssen, glaube ich, oder? Nee, dann machen wir das so. Genau, so. Ich brauche erstmal noch Holz. Das ist so schön, das Spiel. Ich werde das, glaube ich, noch ein paar Mal sagen. Stand zwar direkt da dran. So, da liegen Fasern. Ich glaube, wir haben genug Fasern, oder? Aber so ein 200er Backpack, das wäre schon Luxus. Muss man einfach so sagen. Das wäre schon mega Luxus. Weil alleine schon die Ressourcen, die du mitnehmen kannst, 200 Ressourcen, das ist schon viel. Weil jetzt können wir immer nur 100 mitnehmen.
So, die Floristin kriegt natürlich auch eine schicke Bude. So, lass mal gucken. Also, die Tür wollte ich eigentlich hier gemacht haben. Dann machen wir hier noch so ein schönes Fensterchen hin. Hier auch. Und dann alles erstmal nur Wände. So, Dach machen wir auch. So? Machen wir so das Dach? Warte mal. So ist auch schön. Finde ich auch geil. Muss ich sagen. Klein, schnuckelig. Ach, das wollen wir noch. 20 Fasern, natürlich. Wie soll es auch anders sein? So, und somit haben wir dann auch die Floristin. Sehr schön. Bin mal gespannt, was die sagt. Das mit dem Dings habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Dass wir ihn an den Docks finden. Da muss ich nochmal gleich nochmal lesen. Oh, wir haben Rosen gefunden. Wofür die Rosen auch sind, können wir vielleicht der Floristin geben. Nein, hier bitte. So. Dann machen wir das nochmal eben fertig. Und dann haben wir das für die Floristin auch fertig. So, die Floristin kriegt auch ihr Bettchen, von mir aus auch hinten in der Ecke. Kann ich das so hinstellen? Okay, anscheinend nicht. Okay, so. Gut. So, sehr schön. Move in. Ching. Sehr schön. Ah, danke für das Bauen eines neuen Zuhauses. After I'm finished moving, if you can, find me at the flower shop. Nachdem ich es beendet habe, mich zu bewegen, oder nachdem ich beendet habe, dorthin zu gehen, kannst du mich am Flowers Shop finden. Aber wo ist der Flowers Shop? Das ist ja jetzt die Frage. Also das sind jetzt nur die Wohnhäuser. Also die sind jetzt nicht mehr hier drin. Aber wo ist denn bitte der Flowers Shop? Das ist ja jetzt eine große Frage. Wo ist denn bitte der Flowers Shop? Also hier ist Doc. Guck mal, hier ist ein Doc. Das heißt, hier wird doch bestimmt hier der Angler-Typ sein, ne? Vielleicht sollten wir eine Nacht nochmal drüber schlafen. Er steht auch immer noch da. Vielleicht sollten wir erstmal eine Nacht drüber schlafen. Vielleicht passiert dann irgendwas. Ich würde mal nach Hause gehen und eine Nacht schlafen. Wir müssen nämlich auch ein bisschen drauf achten wegen unsere Pflanzen. Nicht, dass die verwelken, unser Anbau. Ganz wichtig, dass wir nach Hause düsen. Wir wohnen ja, glaube ich, nicht weit weg von der Stadt. Ja, guck mal, hier ist schon. Ich würde nämlich mal die Gießkanne in der Hand nehmen. So, warte, Gießkanne. Schwupps. Machen wir die mal voll. Den Brunnen wollten wir auch gebaut haben, ne? Ist, glaube ich, eine gute Idee. So, dann gieße ich mal. La, 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 la. So, schön gegossen haben wir. Sehr schön. Packe ich die Gießkanne direkt mal wieder weg. Licht bräuchten wir auch mal hier drin, ne? Und dann würde ich einmal eine Nacht schlafen. Ach, schlafen kann ich nur nachts. Ach so. Ja, dann. Ich esse mal eben einen Fisch. So, die... Oh, da können wir schon was ernten. Ah. Und neue Seeds, sehr schön. Haben wir direkt eingepflanzt. Ja, das mit der Stadt und so ist jetzt... Müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal warten. Gut, es wird ja so langsam Nacht. Ich würde sagen, in einer weiteren Folge werden wir uns mal um die Stadt kümmern und schauen, ob wir den Florist und die Floristin besuchen können in ihrem Shop und...
ja, den Fischer an den Docks. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Lens Island, so rum. So, es macht jede Menge Spaß, auf jeden Fall ein anderes Survival-Game, bisschen anders von der Ansicht auch, aber es macht mega Bock und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen. Also bis dann, ciao.